Das wird heute mal ein etwas spezielles Video, und zwar für die Krönung der Evolution, die Kirsche auf der Sahne, der Zuckerguss auf der Torte, das Happy End nach der Massage, und zwar für die Männer. Nein. Doch. Ja. Frauen dürfen natürlich auch zugucken, die ihre Männer mal so richtig verwöhnen wollen. Und zwar, wir wollen heute mal eine Maniküre für Männer machen. Es war gefragt von euch und das werden wir dann heute auch machen. Und nein an alle Männer, Fingernägel kauen gehört nicht dazu. Denn Frauen schauen nicht nur auf euren Bizeps, geil, sondern vor allem auch auf eure Hände. Aber was braucht ihr nun für dieses Vorhaben? Ihr braucht zum einen eine starke Metallfeile, einen Fuchsschwanz, am besten einen elektrischen, damit das Ganze auch leichter ist. Und dann natürlich auch noch ein Wattepad und vielleicht sogar ein Verbandskasten. Das wäre dann die Ausrüstung für die schwierigen Fälle. Die leichten Fälle werden wir heute durchgehen, und zwar dafür braucht ihr dann auf jeden Fall ein Rosenholzstäbchen oder ein anderes Gerät, womit ihr euch die Nagelhaut mal ordentlich zurückschieben könnt. Dann auf jeden Fall auch noch eine Polierfeile und etwas, um die Nagelhaut zu entfernen. Dafür benutzen wir heute hier exklusiv eine Nagelhautschere. Dann bräuchtet ihr noch ein bisschen warmes Wasser oder alternativ ein Nagelhautweicher. Und dann auch noch eine Nagelfeile und einen Nagelknipser, wenn ihr da habt. Das ganze Zeug bekommt ihr bei DM oder einer Drogerie eurer Wahl. Rossmann geht natürlich auch. Und ja, starten wir doch jetzt einfach mal mit unserer kleinen Maniküre. Schauen wir uns doch erstmal an, was wir hier an Grundmaterial haben. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen wachsen lassen, um dieses Video machen zu können. Es sieht, ja, es ist wie in einem schlechten Horrorfilm. So, aber was wollen wir dann mit diesem ganzen Zeug jetzt hier machen? Auf jeden Fall die Vorhaut entfernen, Nagelhaut entfernen, Nägel zurechtfeilen vernünftig und ja, das Beste rausholen auf jeden Fall. So, wenn ihr jetzt hier 15 cm lange Nägel habt, knipst euch die erstmal zurecht mit einem Nagelknipser. Auf jeden Fall nicht ganz kurz machen, denn wir wollen noch ein bisschen feilen. Wenn ihr einen Nagelknipser benutzt, das ist nicht ganz so gut für die Nägel, weil der drückt die Nagelplatte zusammen und dadurch kann der Nagel Spliss vorne bekommen. Das kennt ihr von eurer Freundin, wenn sie zum Friseur geht und jammert, ich hab Spliss. Kürzer geknipst habe ich den ganzen Bums schon. Jetzt werden wir als nächstes mal den Nagel rundfeilen. Mich nervt das immer total, wenn hier an der Ecke so Dinger rausstehen. Das will ich jetzt erstmal wegfeilen. Von der Körnung her, also es ist wie Schleifpapier, kennt ihr vom Bau oder vom Handwerken, wie auch immer. Umso größer die Zahl, umso feiner ist das Ganze. Ich habe jetzt hier eine Feile mit 180er Körnung, die benutze ich jetzt, um den Nagel kurz zu feilen. Umso dicker der Nagel, umso stärker der Nagel ist, könnt ihr natürlich auch eine etwas gröbere Feile nehmen. Ich mag es nicht, wenn die ganz so kurz sind, aber das ist jetzt natürlich euch selbst überlassen. Ihr könnt das natürlich bis zum Ultimo runterfeilen. Wie gesagt, ich mag das nicht so ganz, wenn hier diese kleinen Ecken sind. Das nervt mich immer. Und dann feilt ihr euch erstmal schön den Nagel rund. Versucht immer so in eine Richtung zu feilen, das vermeidet brüchige Nägel und auch Verletzungen. Ich mache es meistens nicht, weil hatte ich noch nie das Problem. Aber wenn ihr schon brüchige Nägel habt, dann auf jeden Fall in eine Richtung feilen. So sieht das Ganze doch schon mal zeigenswert aus. Als nächstes werden wir uns um die Vorhaut-Nagelhaut kümmern. Dazu könnt ihr einen Nagelhautweicher nehmen, um das Ganze so ein bisschen fluffiger zu machen, die verhornte Haut ein bisschen aufzuweichen. Ich werde hier einfach nur ein bisschen warmes Wasser nehmen, da die Hände 5 Minuten rein und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Musik.
bisschen trocken machen. Und dann gucken wir uns den ganzen Bums nochmal an. Die Vorhornhaut ist jetzt ein bisschen weicher. Das heißt, wir können das Ganze jetzt mit so einem lustigen Teil, oder halt mit so einem gummiartigen Rückschiebeteil, Nagelhaut, Dingsbums, zurückschieben. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Rosenholzstäbchen. Ist ein bisschen härter, kommt hier besser mit runter, falls das Ganze ein bisschen fester am Nagel sitzt. Schiebt euch das Ding nicht bis zum Anschlag runter, denn das könnte wehtun. So, habt ihr das Ganze dann gelockert, einfach diese Nagelhautschere nehmen. Es gibt natürlich auch hier so ein Nagelhautentferner-Ding, würde ich aber nicht benutzen an eurer Stelle, denn damit kann man leicht mal abrutschen und sich böse verletzen und das kann dann Entzündung geben und dann sehen eure Nägel noch beschissener aus. Also, weg damit. Einfach hier so eine Nagelhautzange nehmen und dann die überschüssige Nagelhaut, verhornte Nagelhaut entfernen. Wirklich nur die überstehenden Sachen abschneiden, nicht zu tief schneiden. Das Ganze solltet ihr natürlich nur machen, wenn ihr wirklich so einen harten Fall habt wie jetzt bei mir. Wenn ihr wirklich viel Nagelhaut habt, ansonsten nur zurückschieben, fertig. Mehr nicht machen. Denn bei sowas, wenn ihr schneidet, kann immer mal was schief gehen. Wie gesagt, eingerissene Nagelhaut oder blutende Finger, was auch immer. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deshalb wirklich nur im äußersten Härtefall zu so einem Mittel greifen. Wie ihr diesen Nagelhautweicher benutzt, zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Das Zeug einfach nur auf die Nagelhaut drauf. Das weicht auch die verhornte Haut so ein bisschen auf. Ruhig dick drauf schmieren. Das Ganze dann irgendwie so 2 Minuten, 3 Minuten einwirken lassen. Und dann ist das genau dasselbe wie das warme Wasser. So, nachdem wir dann das Ganze zurückgeschoben und entfernt haben, sieht es so aus. Da haben wir schon mal das Gröbste geschafft. Als nächstes werden wir uns die Nägel ein wenig nicer machen. Das heißt, ich habe hier so leichte Rillen auf dem Nagel, ist bei den meisten so. Die werden wir jetzt entfernen und das Ganze ein wenig polieren. Ich benutze jetzt hier so eine lustige Polierfeile mit 3 Schritten. Ja, wie es schon da drauf steht, 3 Steps. Erst reinigen, dann ein bisschen glätten und dann polieren. Ja, packen wir das Ding nochmal aus und legen direkt los. So sieht das ganze Ding aus. Hier hinten ist Polieren. Step 1, Step 2, Step 3. Ganz easy. Fangen wir erstmal an mit der Reinigung. Reinigung dafür, hier ist noch so ein bisschen kleine unsichtbare Nagelhautfissel auf dem Nagel drauf. Das kriegen wir damit weg. Und ja, fangen wir doch damit mal an. Schön an der Nagelhaut entlang gehen, damit ihr diese Fissel wegbekommt. Und dann ein bisschen auf dem Nagel entlang gehen, um die Rillen ein bisschen auszugleichen. Solltet ihr nicht zu viel machen, denn umso mehr ihr drauf rumrubbelt, umso dünner wird der Nagel. Ist natürlich nicht so sexy, wenn der zu dünn wird, weil dann reißt er euch ständig ein, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, auf der Arbeit irgendwas hin und her schleppt oder keine Ahnung. Als nächstes kommt natürlich der zweite Schritt, glätten. Ja, da einfach genau wie gerade auch drüber gehen. Das ist jetzt eine feinere Körnung.
um, wie gesagt, den Nagel etwas mehr zu glätten. Um die feinen Rillen wegzumachen. Auch hier nicht übertreiben, ganz wichtig. Sonst habt ihr keine Nägel mehr. So, dritter Schritt, polieren. Ja, was es gibt dazu zu sagen, manche Männer lackieren sich auch die Nägel. Wer möchte, kann das auch tun. Wir werden das Ganze polieren. Einfach mit dem Step 3. Und dann poliert ihr euch mal so richtig. Nicht zu schnell rubbeln, kennt ihr, sonst wird's heiß. Und das macht ihr dann mit allen euren Fingerchen. Ihr könnt euch natürlich so lange die Nägel polieren, wie ihr Bock habt. Umso mehr ihr sie poliert und vorbereitet mit den drei Steps, umso mehr glänzt das Ganze natürlich auch. Müsst ihr für euch selber wissen, wie stark ihr das haben wollt. Umso mehr die glänzen, umso mehr fällt es natürlich auf. Ja, für mich reicht das jetzt erstmal so. Als nächstes kommt die Pflege. Dazu könnt ihr Nagelöl nehmen oder handelsübliche Handcreme. Handcreme steht meistens neben dem Bett, da wo auch das Zewa ist. Wie ihr die benutzt, muss ich euch ja nicht sagen. Zum Nagelöl einfach drauf auf die Nagelhaut und dann das Ganze verreiben. Ich mache es jetzt einfach mal mit einer Zellette ein bisschen. Ich mag es nicht gern so schmierig an der Finger. Das Ganze könnt ihr natürlich auch gerne mal im Winter machen. Wenn es kalt wird, dann reißt die Nagelhaut gerne mal ein. Sieht scheiße aus, wie bei mir hier zum Beispiel. Da ist auch eingerissen. Aber das wird schon in den nächsten paar Tagen heilen. Und dann sind wir auch schon fertig. So, das war's jetzt auch schon mit unserer Männermaniküre. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Share, teilen, liken und einen Daumen nach oben da lassen. Wenn euch das Video besonders gut gefallen hat und ihr eure Freundin öfter mal nageln wollt, dann gerne unten abonnieren und natürlich auch das Glöckchen anklicken, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dann, euer Chris.